Hallo meine Smart Homies. Heute schauen wir uns das Fritzbox Binding in OpenHAB 3 an. In meinem letzten Update-Video, in dem wir von OpenHAB 2 auf OpenHAB 3 migriert haben, hat danach das Fritzbox Binding nicht mehr funktioniert. Nichts wurde angezeigt, alles war tot und das habe ich inzwischen zum Laufen bekommen und will euch das hier mal zeigen, wie man das im OpenHAB 3 wieder zum Leben erweckt. Und schon geht's los. Wir wechseln in den Browser. Ich habe hier mal meine OpenHAB 2.5 Instanz offen und mal eine Beispiel-Sitemap eingerichtet mit ein paar Fritzbox-Items. Zum Beispiel Fritzbox neu starten, die Geschwindigkeit, der DSL-Status und wird angezeigt und die Public-IP. Im OpenHAB 3 schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier habe ich genau das Gleiche nochmal gemacht und habe hier wieder dieselben Items mit den fast denselben Informationen. Warum fast? Weil zwei Messwerte in OpenHAB 3 fehlen. Und in OpenHAB 2 gibt es, was die Geschwindigkeit angeht, vier Messwerte. Die aktuelle Geschwindigkeit im Downstream und im Upstream und zusätzlich nochmal die maximale Geschwindigkeit, was der DSL-Anschluss hergibt, im Down- und Upstream. Und im OpenHAB 3 finde ich nur die Maximalgeschwindigkeit vom DSL-Anschluss, nicht die aktuelle Geschwindigkeit. Das ist zwar meistens, also bei mir wenigstens, kein großer Unterschied. In dem Fall habe ich einen 100-Mbit-Anschluss und für die Hobby-Hacker unter euch, meine Public-IP-Adresse werde ich natürlich, bis ich das Video veröffentliche, ändern. Wenn ihr die hacken wollt, nur zu, hat garantiert schon ein anderer, nur Mut, legt los, fröhliches Hacken. Bevor wir mit der Konfiguration anfangen, noch ein ganz kurzer Hinweis. In OpenHAB 2.5 war die Konfiguration der Fritzbox ein ziemlicher Mischmasch zwischen Dateikonfiguration, sprich ich musste einen sogenannten Service in Form einer Datei im Dateisystem anlegen und konnte daraufhin die Items mit dem Service verbinden. Syncs gab es überhaupt keine und das folgt überhaupt nicht der IoT-Philosophie. In OpenHAB 3 wurde der IoT-Gedanke konsequent umgesetzt. Das heißt, für jedes Device und Subdevice wurde ein Thing erzeugt. Das ist der große Unterschied zu OpenHAB 2.5. Wir haben hier vier Devices, die wir dann gleich einrichten werden. Und jedes dieser Devices bringt eigene Kanäle mit sich, die wir dann mit Items verlinken können. Als erstes wechseln wir mal in die Einstellungen und schauen in die Bindings und kontrollieren, ob das TR64 Binding da ist. Ist da, alles klar. Wir gehen in die Things, gehen hier auf Hinzufügen, wählen uns das TR64 Binding aus und wählen uns als erstes mal die Fritzbox aus. Die Fritzbox wird als Bridge eingerichtet, weil darüber werden dann noch sogenannte Subdevices installiert. Wir geben der Fritzbox einfach mal einen Namen und tragen hier die IP-Adresse ein, den Usernamen und das Passwort. Gehen auf Speichern. Jetzt gehen wir nochmal auf Hinzufügen, wählen uns wieder das TR64 Binding aus und gehen jetzt aber auf Scan. Und jetzt wird über diese Bridge, über die Fritzbox, werden die Subdevices gefunden. Hier in dem Fall WAN-Device und WAN-Connection, worüber die DSL-Informationen verfügbar sind, und LAN-Device, worüber ich die WLAN-Netze ein- und ausschalten kann. Ich kann jetzt hier diese vier Things hinzufügen, indem ich die einzeln anklicke und hier einen gewünschten Namen eingebe. Ich mache es mir jetzt hier einfach und sage einfach Add All. Gehe zurück in die Things und filter mir hier nach Fritzbox und sehe hier die vier Things, die zur Fritzbox gehören. Einmal die Fritzbox, das Device selbst und die Subdevices für die verschiedenen Module, also LAN-Modul und WAN-Modul, wenn man so will. So, wir fangen mal an und verbinden uns jetzt die verfügbaren Kanäle der jeweiligen Devices mit unseren Items. Zu den Items noch ganz kurz einen Satz. Ich habe ja hier das OpenHAB migriert von 2.5 auf 3. Das heißt, meine ganzen Items, die sind auch noch alle da. Und auch wenn sie im Moment nicht funktionieren, aber sie sind da. Jetzt müssen wir nur die neuen Channels mit
den vorhandenen Items verbinden. Wenn ihr nicht migriert habt und ihr neue Items einrichten müsst, ist das auch überhaupt kein Problem. Der Weg ist nahezu identisch. Zeige ich euch auch gleich nochmal mit. So, das erste, ich bin jetzt mal direkt auf die Fritzbox gegangen. Das ist diese Reboot-Switch. Den möchte ich jetzt mit dem hier verbinden in meiner Sitemap oder mit dem Item. So, das Item ist ja vorhanden, ist auch schon in der Sitemap hinterlegt. Und jetzt möchte ich hier Add Link to Item sage Use an existing Item, weil bei mir sind die Items ja schon vorhanden. Ich will die nicht nur alle nochmal neu anlegen. Wenn ihr noch keine habt, dann sagt ihr hier einfach Create New Item, gebt hier einen Namen, Namen und ein Label ein und geht auf Speichern. Das war's. Das war's. Ich möchte es aber verlinken. Sage hier, gehe auf dieses Reboot-Item, gehe auf Speichern. Das war's schon. Jetzt gehe ich zurück und schauen wir uns mal die anderen Devices-Things an. Gehen hier wieder in die Channels und sehen hier einen Schalter für das 2 GHz oder 2,4 GHz, 5 GHz und das Guest-WLAN, die wir hier hinzufügen können. Die benutze ich nicht, weil ich einen externen Access Point benutze. Also sprich, ich benutze das WLAN hier nicht, deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Und jetzt schauen wir uns mal das WAN Connection Device an. Hier sehen wir zum Beispiel die WAN IP Adresse und die WAN PPP IP Adresse. Und das ist meine Public IP. Das soll die hier werden. Verbinden das Ganze wieder mit dem entsprechenden Item und das war bei mir das da. Genau, da sieht man auch schon, das finde ich eben das Coole in OpenHAB 3, man sieht sofort die Vorschau, was welche Informationen dieses Item trägt. So, Connection Status brauche ich jetzt nicht. Gehen wir ins nächste. Das ist das WAN Device. In die Channels wieder rein. Access Type, Link Status. Alles ganz interessant, ja. So, und hier Max Downstream Rate und Upstream Rate. Das ist genau der Unterschied, was ich vorhin gesagt habe. Und wenn man hier mal runter scrollt, sieht man, hier kommt nichts mehr mit Geschwindigkeit. Das hier ist der Rauschabstand. Die Dämpfung ist das. Und aber ich habe keine Informationen über den aktuellen Downstream und Upstream. Was ich habe, das ist die maximale Rate für den Up- und Downstream. Ist jetzt auch egal. Können wir jetzt auch nichts dran ändern oder ich zumindest nicht. Und sagen hier wieder zack. Verbinden das wieder mit dem entsprechenden Feldern, mit dem entsprechenden Items. Das war Downstream. Das gleiche machen wir nochmal mit Upstream. Mit Link. Zack, zack. Verbunden und speichern. So, das waren meine Felder, die ich mit diesen Items verbunden habe, die dann hier auch in der entsprechenden Sitemap zu sehen sind. Und so habe ich jetzt das neue Binding für die Fritzbox eingerichtet über dieses TR64-Protokoll. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Ab und zu kommen hier immer mal neue Videos zu OpenHAB 3 oder alle möglichen anderen Themen noch mit rein. Und ja, dann viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.